Willkommen zurück bei Pokémon Team Rocket Edition. Ach ja, genau, wir wollten ja noch diese Ebene hier machen. Mit Metagreen, you're walking the plank if you lose. Tja, also momentan läuft das Spiel Tschechien gegen Griechenland. Momentan steht es auch 2-0 für Tschechien. Zwei sehr späte Tore, zwei Tore innerhalb von 6 Minuten. Sehr, sehr schnell eigentlich gespielt von den Tschechen. Und dann haben die Griechen ihren Torhüter ausgewechselt, weil er sich angeblich verletzt hat, obwohl ich eher glaube, dass es ihm peinlich war, dass er so schnell zwei Gegentore einkassieren musste, glaube ich eher. Double Slap! Also ja, zurück zum Spiel. Duplexi, wir kämpfen hier gegen einen Poliwrap, also Quappo. Was man normalerweise nicht in der ersten Generation bekämpfen kann. Und zum Glück ist es aufgewacht. Weh, du wärst jetzt eingeschlafen. Hallo, Rapper. Du bist doch so ein Rapper, oder? Funktioniert das Ding schneller? Nee, Ultimate ist nicht schneller. Schade. Dann würde ich mich wechseln. Ja, es kann immer noch angreifen. Okay, jetzt nicht mehr. Jetzt gehe ich auf Pokémon. Moment, ich trinke mal kurz einen Schluck. So, holen wir seinen Future-Partner raus. Alduine Junior. Du wirst jetzt dieses... Ich hasse Hypnose. Body Slam! Hallo, wach auf! Ich mag's nicht, wenn meine Pokémon schlafen. Schlafen kannst du immer noch, wenn Halbzeit ist, wobei es ist Halbzeit. Ich meine, wenn das Spiel aus ist. Hat nein, dann müssen wir immer noch drehen. Ich meine, wenn wir mal nicht aufnehmen, dann kannst du pennen. Ne? Hallo! Ich werde nicht von dem Quappo gekillt. Nein, nein. Jetzt hör auf zu pennen, Mensch. Jetzt muss ich doch tatsächlich einen Trank einsetzen. Weil dieses Alduin Junior so behindert ist. Sorry für den Ausdruck, aber es stimmt. Ich hasse dich. Dieses Quappo regt auf! Dieses Quappo regt auf! Das ist doch die billigste Taktik der Welt. Einpennen und angreifen. Hallo! Diese Taktik ist scheiße. Wach endlich auf, Alduine! Sonst kriegst du einen auf die Fresse. Fresse, yeah! Wach endlich auf, Alduine Junior! Hallo, ich mein's ernst jetzt, wach auf! Du hast den Tod verdient, weißt du das? Ich hab keine Worte, also... Komm, jetzt hab ich echt keinen Bock mehr. Der Spaß ist jetzt vorbei, Smokescreen! So, jetzt kannst du deine Hypnose irgendwo sonst hinstecken. Ja, sag ich ja. So, jetzt wirst du vergiftet. Scheiß Quappo. Ja, natürlich trifft Hypnose. Aber jetzt funktioniert sein Taktik nicht mehr, denn jetzt ist es vergiftet. Das heißt, selbst sein Doppelexib funktioniert nicht mehr. Schaltest du noch, oder? Nee. Das ist immer noch eine Attacke. Jetzt reicht's aber! So, leide, Quappo, leide! Stirb! Fick dich! Scheiß, hässliches Dingsbums! Was auch immer! Auf damit! Krepier in der Hölle, wobei die Hölle nicht mal gut für dich ist. Ich speed jetzt, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf das Quappo. So, Level 40 für Kiffer. Da will ich Kiffer doch gar nicht trainieren. Ich will doch nur Ultrigaria trainieren. Ja, egal. So, das Stockwerk hätten wir.
Boah, das hätten wir nie im Leben in der letzten Part geschafft, wenn wir unsere Pokémon nicht geheilt hätten. So, diese Ebene haben wir auch schon. Hier geht's zur Küche, glaube ich, oder? Ja, hier ist die Küche. Gut. Dann, gehen wir in Stockwerk 2. Hier geht's zur Brücke, glaube ich. Also zum Heck oder wie auch immer. Ich kenne mich mit Schiffen nicht aus. Genau, das ist wieder ein Trainer. Und der ist auch ein Trainer. Oh, da ist auch einer. Hey, Matty! Let's do a little... Was? Jig. Jig. Ich hab das schon dick gelesen, also den Schwanz. Dave Gong. Also, Yu Gong. Ja, wir 39. Die Level werden ja immer krasser. Ich wechsle zu Rex. Gott. Bro. Rex kann leider noch kein Body Slam. Aber dafür Body Check. Auch zu flennen. Was bist denn du für ein Pokémon? So, hier, jetzt brenne. Brenne. Verdammt, geht nicht. Dick. So. Und trifft sofort. Wahrscheinlich ist Yugong sau langsam. Yugong ist langsam. Ah, jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Erst wenn Rex tot ist, dann vielleicht. Aber erstmal Bites. Ich glaube, da ist eine Zurückschreckquote drauf. Verdammt. Warum ist Aurora-Strahl nicht sehr effektiv? Nicht sehr effektiv, meine ich, weil Eis gegen Feuer ist normalerweise nicht effektiv. Aber hier ist es normal. Typisch erste Generation. Andere Regeln. Ja gut. Jetzt kommt Weebling Bell. Es ist mir ja aufgefallen, dass es schnell... La ist! Was soll das denn jetzt? Und schon wieder muss Käfer die Arbeit machen, weil die anderen Pokémon zu blöd sind. Uns nicht schaffen, einen Yugong zu killen. Ja, Schnauze. Doch nur finde dein Geheule hier. Hör auf zu flennen. Was bist denn du für ein Pokémon? Habe ich schon mal gesagt. Nur weil es stimmt. So, Yugong ist down. Was kommt jetzt? Oh Gott, dann noch eins. Oh nee. War putzi. Ich habe gerade gegen deinen Kollegen gekämpft, ne? Und ich war nicht sehr begeistert davon. Ich glaube, wir müssen trainieren. Ich glaube, ich werde dann meine Pokémon nach dem Spiel offscreen noch trainieren. Ja, ich glaube, das mache ich. Und zwar auf Level 40. Dann lernt Urtigari auch Rasierblatt. Und ja, das wäre, glaube ich, das Beste für uns. Denn mit solchen Pokémon können wir nicht kämpfen. Ja, ist klar. Diese scheiß Hypnose-Taktik. Na gut, wir haben verloren. Mal wieder. Und haben wieder Geld verloren. Okay, ich werde meine Pokémon wie gesagt trainieren. Und zwar wie gesagt auf Level 40. Und zwar genau hier. Hier werde ich trainieren. Gut, dann schaue ich mir das Spiel fertig an und dann sehen wir uns nach dem Spiel mit trainierten Pokémon wieder. Bis dann, Servus. So Leute, ich bin jetzt versehentlich in diese Route hier gegangen und bin versehentlich diesen Trainer begegnet. Anscheinend führt dieser Weg in eine andere Route rein. Und das Spiel ist übrigens aus. Tschechien hat 2:1 gewonnen. Und ein Dragonier. Zum Glück nur Level 42, das müsste unser Ultigario locker
besiegen können. So, jetzt wird gerappt. Okay. Und habe 33 für Bell. Whipping Bell. What? Impossible! Ach ja, stimmt, wir haben da ein paar Trainer noch ausgelassen, glaube ich, oder? Nee, das sind andere. Das sind andere. Stimmt, die haben wir alle ausgelassen. Aber kämpfen wir sehen. Halt noch. Und dann werde ich offscreen trainieren. So, hier ist auch ein Teenager. Wants to fight. Er hat ein Garados. Eigentlich wäre das erste Garados, was wir gesehen hätten. Aha, interessant. Na gut, wieder die Rap-Taktik. Dragon Rage. Okay, jetzt bist du paralysiert und jetzt müssten wir ihn rappen können. Nein! Was auch immer das war, es hatte uns, hat unser Urtigaria gekillt. Shit. Naja gut, jetzt hoffentlich kommt keine Wasserattacke, obwohl ich nicht glaube, dass Gyarados eine Wasserattacke kann. So. Gyarados hätten wir. Was kommt jetzt? Nidorino, ja passt ja, dann können wir Rex draußen lassen und mit Schaufel angreifen. Also, dick. Purenschlag, na, das bringt dir nichts, wenn unser Vulkan unter der Erde ist. Da kann man ein Pokémon schwer erwischen. So, auf jeden Fall ist Nidorino down. Und Rex sagt Level 35, nennst du eine neue Attacke? Nein, schade, in 15 Level werden wir es entwickeln. Was? Entwickelt sich normal mit einem Feuerstein. Aber anscheinend entwickeln sie sich hier anders. Ich verstehe, also gibt es hier keine Steine, sondern Pokémon entwickeln sich, entwickeln sich halt mit Level. Ob das auch bei Pokémon ist, wo sich tauschen? Wahrscheinlich ja. Das wäre schon cool. Auf jeden Fall werde ich Rex noch nicht entwickeln, weil Rex noch keinen Flammenwurf kann und ich werde es erst entwickeln, wenn es Flammenwurf kann. So, Ember. Dieses Anzimia können wir mit Rex ganz gut killen. Okay, Sanzimia ist down. Wildblume. Dann müsste sich Urtigaria doch auch mit irgendeinem Level entwickeln, oder? Ich meine, wenn sich Rex mit irgendeinem Level entwickelt, dann ist es bei Urtigaria wahrscheinlich dasselbe. So, hier ist Giflor, das Gegenstück zu Satzenia. Aber wie gesagt, ich werde sie erst entwickeln, wenn sie gut attacken können. Andernfalls lohnt es sich überhaupt nicht, sie zu entwickeln. Anscheinend weiß der Hacker, der wo diesen Hack erstellt hat, auch nicht, dass Pokémon bei früher Entwicklung keine neuen Attacken mehr lernen. Tja, wie wenig Leute es doch nur wissen. Es ist eine Schande. Auf jeden Fall ist Giflor down. So. Haben wir gegen den schon? Ja, ne? Gegen den haben wir gerade gekämpft, stimmt. Hallo, Giflor. Gloom. Da muss ich aber aufpassen beim Trainieren, dass ich beim Speed nicht versehentlich die Entwicklungen überspringe und ja, dass wir dann plötzlich einen Arcani haben. Also da muss ich aufpassen beim Trainieren und immer achten, dass ich dann B drücke. Weil mit B kann man ja die Entwicklung eines Pokémons stoppen. Okay, gegen den haben wir es schon. Dann müssten wir alle Trainer jetzt haben. Aber ich schaue nochmal schnell zur Korrektur. Hier geht's nach unten. Vielleicht sind da noch ein paar Trainer. Yep, da ist doch einer. Das ist auch ein Spieler. Hallöchen. How you find me? Wie hast du mich gefunden? Tja, keine Ahnung. Ich hab dich vielleicht gesehen, bevor du gedacht hast, dass ich dich finde. Verehrter Spieler. Entoron.
kein besonders starkes Pokémon. Können wir mit unserer Rap-Taktik killen. Guten Schlag. Oh mein Gott, was für eine Schande, dass ein Enteron Rutenschlag kann. Nein! Meine Rap-Taktik ist im Arsch. Du verdammtes Enteron. Na gut, dann werde ich eben... Na toll, nicht mehr blockiert. Gerade jetzt, wo ich Silberblick einsetze. Egal, jetzt wird gerappt. Okay. 34 für Aluine. Cedra, also Seemon. Ich dachte gerade Cedra King, aber das gibt es ja wie gesagt in dieser Generation noch nicht. Das gibt es erst ab der zweiten Generation. So, wieder rappen. Okay. Gut, gehen wir zurück ins Center, ins Pokémon Center. Heilen dort schnell unser Ultrigaria und dann werde ich, wie gesagt, offscreen trainieren. Und hoffen, dass ich versehentlich die Entwicklung nicht überspringe. Und dass wir plötzlich einen Sandzähne haben, das scheiß attacken kann. Weil ein blöder Hacker nicht weiß, dass Pokémon keine neuen Attacken mehr lernt, wenn man es mit einem Stein entwickelt. Ja. Gut, dann mache ich jetzt ein Safe State und wie gesagt werde ich die Pokémon jetzt trainieren. Dann sehen wir uns gleich wieder. Verdammt, jetzt habe ich versehentlich gespeedet. Naja, versehentlich, jetzt hat sich unser unser Ultragar zu seinen Zähnen entwickelt, ganz so wie ich es wollte. Es hat Rasierblatt gelernt mit Level 38 und ja, momentan bin ich mit dem Training so, dass alle Level 40 haben. Rex hat sich immer wieder entwickelt. Und jetzt habe ich mal schnell meine Pokémon und jetzt muss ich halt nur noch Dragonier entwickeln. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich Dragonier trainiert habe. Hallo Leute, ihr seht, wir kämpfen gegen einen Simsala und zwar bin ich in die Höhle gegangen. Ganz kurz, um zu schauen, wie wir Alduine Junior trainieren können und auf dem Weg dorthin, also in dieser Höhle, bin ich ein Simsala begegnet, sofort. Jetzt ist nur die Frage, wie wollen wir es fangen? Ja, wir haben leider keine Bälle, nur doch, wir haben einen Superball. Wir können es mal probieren, aber ich glaube eher nicht, dass wir es schaffen, denn es ist ja ein Simsala. Ich habe noch nie ein Simsala wild gefangen. Das ist krass. Also gut, ja, ich probiere es einfach mal. Es wird ein bisschen gerappt wieder. Jetzt muss man aufpassen, dass wir es mal killen. Einmal geht, glaube ich, noch. Ja, und jetzt den Superball. Ja, okay, wir haben gefailt. Das heißt, wir können es nicht mehr fangen, weil wir keine Bälle haben. Aber jetzt wissen wir, dass wir einen Simsala bekommen können. Unser viertes Pokémon, glaube ich, also fünftes, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist unser fünftes, oder? 1, 2, 3, 4, ja, unser fünftes. Interessant. Gut, dann werde ich jetzt Alduine Junior fertig trainieren und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, hier bin ich wieder. Unsere Pokémon sind jetzt trainiert. Naja, gut, ein Level fehlt unser Dragonier noch bis Level 40. Warum ich jetzt es nicht auf 40 mache, ist folgendes, und zwar läuft jetzt das nächste Spiel, und zwar Russland gegen Polen. Und das möchte ich noch sehen. Und dieser eine Level dauert noch 4171 Level, also Erfahrungspunkte. Und das Dragonier zu trainieren ist sehr mühselig. Da brauche ich für ein Level 5 Minuten. Deswegen werde ich diesen Part jetzt frühzeitig beenden müssen. Dafür geht es dann morgen wieder weiter mit einem längeren Part. Und wir werden dann Simsala fangen. Oder einen Simsala werden wir uns fangen. Und vielleicht holen wir uns auch unser letztes Team-Pokémon. Also, ja, sorry, falls dieser Part ein bisschen kurz war. Dafür haben wir richtig gut trainiert. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis
morgen, bis zum nächsten Part, Leute. Servus!